Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Kräfteaddition. In diesem Video werden wir Kräfte addieren. Dazu habe ich hier eine winterliche Landschaft vorbereitet mit einem Schlitten. Den Schlitten kann man ziehen, und zwar, wenn man hier dran zieht, fährt er geradeaus. Das ist keine Überraschung. Aber was passiert jetzt, wenn zwei Kräfte einwirken? Sagen wir, vorne und hinten zieht jemand gleich stark. Dann bewegt sich der Schlitten nicht mehr. Das heißt, das Entscheidende ist nicht nur, wie stark an dem Schlitten gezogen wird, sondern auch, wenn mehrere Kräfte im Spiel sind, in welche Richtung gezogen wird. Das Ganze gucken wir uns mal in einer kleinen Animation an. Dazu habe ich zwei Kräfte, A und B, und beide sind gleich lang, nämlich 10, sagen wir, Zentimeter. Und wenn ich beide addiere, kommt da 20 cm raus. Das Ganze funktioniert aber auch nur, weil beide Kräfte in dieser Animation in die gleiche Richtung zeigen. Nun probieren wir eine weitere Animation. Wieder haben wir unsere beiden Kräfte, A und B. Und nun gehen wir her und werden die eine Kraft A mal ein bisschen in eine andere Richtung zeigen lassen. Jetzt haben wir A immer noch 10 cm lang, aber in eine andere Richtung. B setzen wir da dran, und wenn ich mir jetzt das Ergebnis angucke, dann der Ergebnisvektor fängt immer da an, wo sozusagen A beginnt, und hört da auf, wo B endet. Das heißt, die Richtung des Ergebnispfeils hat sich bereits geändert. Und auch die Länge mit 19 ist, ja, 10 plus 10 ist eben nicht 19. Also hat man hier wunderbar gesehen, dass das so nicht funktioniert. Wenn ich jetzt mal den Ergebnisvektor zur Seite schiebe, sehe ich aber etwas Erstaunliches. Und zwar, der eine ist auf der x-Achse 8 lang, der andere 10 lang. Und wenn ich 8 und 10 addiere, komme ich auf 18. Und auf der y-Achse haben wir 6 und im Ergebnisvektor auch. Wenn ich jetzt hier den Satz des Pythagoras anwende, komme ich tatsächlich auf die 19. Das heißt, wenn ich die x- und die y-Werte addiere, bekomme ich das richtige Ergebnis und dann entsprechend mit dem Satz des Pythagoras bearbeite. Gucken wir mal uns eine Variante an, wie man das im Prinzip auch zeichnerisch machen kann. Ich habe hier vorbereitet, übrigens dieses Blatt, was ich hier habe, bekommst du unter dem Video und kannst das dir als PDF-Datei entsprechend herunterladen und da selber ausprobieren. Ich habe hier bei der Aufgabe A zwei Vektoren. Und ich kann jetzt diesen Vektor hier nehmen, der ist genau 5 cm lang, und den verschiebe ich parallel. Am besten macht man das mit einem Bleistift. Ich habe jetzt aber Angst, dass man den Bleistift auf der Kamera nicht so gut sieht. Deswegen bemühe ich hier einen Fineliner. Ich habe mir jetzt den Vektor verlängert, sodass ich jetzt hier bequem mit meinem Geodreieck hier versuchen kann, diesen Vektor zu verschieben. Dabei muss ich die Länge belassen. 5 cm. So, und mein Ergebnis, also das war sozusagen A, das war B, das hier ist wieder B,
Und mein Ergebnis fängt da an, wo A anfängt und hört da auf, wo B aufhört. Und damit habe ich meinen ersten Ergebnisvektor. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Aufgabe B das Problem habe, dass die jetzt hier sich nicht berühren, das ist eigentlich gar kein Problem. Auch die kann man addieren auf die gleiche Art und Weise. Man kann sich das ruhig etwas verlängern. Und dieser Vektor ist genau 3 cm lang. Also gehe ich her und verschiebe ihn um genau 3 cm, verschiebe ihn hier hoch und belasse seine Länge auf genau 3 cm. Und wieder habe ich hier, das war A, das war B, B und mein Ergebnisvektor C. Und auch hier, wenn ich maßstäblich zeichne, also hier, das ist jetzt 3 gewesen, der hier ist auch 3 gewesen und dann kann ich hier abmessen, das ist jetzt ungefähr 5, so ganz grob. Und jetzt kann ich sagen, dass entsprechend die beiden Vektoren, wenn ich die addiere, der Ergebnisvektor entsprechend 5 cm lang ist. Und wenn man einen guten Maßstab gewählt hat, sagen wir mal 1 cm pro Newton, je nachdem, dann kann ich das auch wunderbar entsprechend in Newton, also sprich in die Einheit der Kraft, umrechnen. Hier habe ich auch nochmal was Besonderes. Drei Kräfte. Und drei Kräfte kann man kann natürlich erstmal zwei und dann den Ergebnisvektor mit der dritten. Man kann aber auch alle drei sozusagen auf einmal addieren, auf die gleiche Art und Weise. Ich habe hier etwas, das ist 4 cm lang. Und das Ganze kann ich verschieben. Und zwar Zentimeter lang. Okay, das war A, das war B, dann machen wir das C. Das heißt, B habe ich verschoben. Jetzt muss ich noch C verschieben. Das schaffe ich vielleicht nicht in einem Rutsch, weil das Geodreieck zu klein ist. Deswegen dünne Hilfslinie. Und hier unten C ist genau 5 cm lang. Meine Hilfslinie, 5 cm lang. Hier sieht man ein Problem. Hier habe ich, man muss sich bei den Pfeilspitzen Mühe geben, sonst wird es ungenau. So, die Pfeilspitze ist besser. So, das war C. Und mein Ergebnisvektor startet da, wo A startet und endet da, wo C startet. So, diesmal heißt mein Ergebnisvektor D und damit habe ich es auch gelöst. Und hier habe ich auch nochmal einen Spezialfall, entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier kann ich tatsächlich einfach die Mathematik verwenden. Der eine ist 3 lang, der andere ist 2 lang. Wenn ich den jetzt hier sozusagen dran setzen würde, wäre der hier zu Ende. Das heißt, das Ergebnis wäre dieses 1 Zentimeter Stück. Aber man könnte es im Prinzip auch rechnen, weil es auf einer Linie liegt. So. Jetzt kommt noch mal ein Spezialfall. Kraft und Gegenkraft. Wir haben das ja schon bei der Aufgabe D angedeutet gesehen. Wenn ich zum Beispiel dieser Gegenstand hängt an einer Feder und wir nehmen mal an, er bewegt sich nicht mehr, dann wirkt hier runter die Gewichtskraft. Und dann ist auch so etwas, was häufig falsch gemacht wird. Wenn ich jetzt die Kraft der Feder einzeichne und wir nehmen mal an, dass sich das tatsächlich nicht bewegt, dann
muss diese Kraft gleich groß sein und in die entgegengesetzte Richtung wirken. Ich habe es hier nicht ganz so ordentlich gemacht. Es müsste eigentlich hier ein bisschen mehr so senkrecht sein. Aber das Prinzip ist klar. Also gleiche Richtung, beziehungsweise entgegengesetzte Richtung gleich groß. Und das ist halt immer wichtig, wenn man Kraft und Gegenkraft irgendwo einzeichnet, darauf zu achten. Soweit, so gut.